weiter. Bitte runternehmen. Ist verboten. Warum? Weil es verboten ist momentan. Aber es gibt eine Verordnung gegen Corona und da sind Aufzüge und Demonstrationen verboten. Ganz einfach. Und solange Sie nicht hören, will ich das erst mal sagen. Die Gefahr des Virus und der eingeleiteten restriktiven Maßnahmen stellen einen erheblichen Einschnitt in unsere Leben dar. Es ist wichtig, dass wir die politische Dimension dessen diskutieren, die Situation einordnen und weiter beobachten. Deswegen glauben wir auch, dass es gut und wichtig ist, dass Leute trotzdem und gerade deswegen achtsam weiterhin zusammenkommen. Wir wollen die Ängste und Unsicherheiten, die es gerade gibt, wahrnehmen und ernst nehmen. In Bezug auf den Virus und in Bezug auf die Maßnahmen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergehen. Wir denken, es ist wichtig, aufmerksam zu bleiben und zu schauen, was von staatlichen Organen repressiv passiert und sich gesellschaftlich normalisiert, wie zum Beispiel die Abschottung an den Grenzen. Ganz schnell werden Rechte eingeschränkt und in den Medien wird eine Stimmung hergestellt, die eine Legitimierung für diese krassen Einschränkungen bereitstellt. Die aktuellen Entwicklungen können zu einer Verschärfung der Verhältnisse auf rassistischer, patriarchaler und kapitalistischer Ebene führen. Kräfte werden sich verschieben und neu aufstellen. Da müssen auch wir uns stärken und zusammenhalten. Wir sehen weder in der Ausweitung des Individualismus und der Isolierung noch in einer völkischen Solidargemeinschaft ein legitimes Mittel, um auf diese Situation zu reagieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht der Virus an sich, sondern die Herrschaftsstrukturen für das Ausmaß der Krise verantwortlich sind. Diese Herrschaftsverhältnisse müssen für eine Verbesserung unserer aller Leben abgeschafft werden. Für Sie die Info, wenn Sie demonstrieren, die Stadt steht still. Diesen Satz hören wir in diesen Tagen häufig. Aber die repressiven Organe stehen nicht still. Räumungen finden weiter statt, wie zum Beispiel aktuell in Athen. Wir gehen davon aus, dass sie auch hier weiterhin stattfinden werden. Stillstehen auch nicht die laufenden Kosten vieler prekärer Menschen, welche plötzlich Zugang zu Lohn verloren haben, aber weiterhin Miete und Rechnungen zahlen müssen. Stillsteht auch nicht die Arbeit derer, die ihre Tätigkeiten nicht einfach ablegen können und die jetzt durch die Situation mehrfach belastet sind. Stillsteht auch nicht die rassistische Gewalt an den Grenzen, welche Menschen weiterhin abschottet, verletzt und tötet. Stillstehen auch nicht die transfeindlichen, rassistischen und sexistischen Übergriffe auf der Straße und zu Hause. Im Knast und allen anderen einsperrenden Institutionen werden die sozialen Möglichkeiten eingeschränkt. Und das lässt Menschen darin mit ihrer Situation vielfach alleine. Es wird erneut deutlich, dass die Bewegungsfreiheit und Gesundheit einiger weniger wichtiger ist als die von anderen. Wir wollen keinen Trend zur sozialen Isolation und freiwilligen Selbsteinsperrung. Wir sehen unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht darin, uns zu isolieren, sondern gemeinsam Widerstand zu leisten und weiter für die Freiheit aller einzustehen. Wir treffen uns weiter, wenn auch in veränderter Form, weil wir selbst auch verunsichert über die Auswirkungen des Virus sind. So treffen wir uns zum Beispiel nun tagsüber draußen, weil die Sonne schön scheint, und in kleinen Gruppen mit genug räumlichem Abstand. Wir umarmen uns nicht mehr und halten Hygieneempfehlungen ein. Wir finden es wichtig, uns in unseren verschiedenen Betroffenheiten zu unterstützen, über unsere Ängste zu sprechen, uns gegenseitig zu fragen, was wir gerade voneinander brauchen und auch Ideen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr miteinander zu besprechen. Aber eben auch unsere ökonomischen, politischen und sozialen Ängste und die darin liegenden Herausforderungen. Die Gefahr der Krise ist nämlich auch, dass völlig auf individuelle Lösungen gesetzt wird. Die Lösung ist nicht, dass wir vereinzeln und uns sozial distanzieren, sondern dass wir aufeinander Acht geben. Unsere Stärke besteht ja nicht darin, dass wir Macht haben, sondern darin, dass wir viele sind. Der Ausdruck und die Mittel unserer Kämpfe werden auch durch die Einschränkungen von sozialen Räumen erschwert. Wie können wir darauf reagieren? Wie bleibt Widerstand weiterhin möglich? Denn nötig bleibt er. Es genügt definitiv nicht, sich in digitalen Räumen auszutauschen. Gerade viele Kämpfe lassen sich nicht aufs Internet verschieben. Neben dem Aufruf zum Social Distancing und zu Hamsterkäufen für die Kleinfamilie können wir derzeit aber auch beobachten, dass Menschen sich unter den neuen Bedingungen kollektiv und insbesondere in den Nachbarschaften selbst organisieren.
Sie warten nicht auf den Staat, um ihren Alltag zu organisieren. Das bedeutet eine Chance, um Kollektivität, Selbstorganisierung und Solidarität, die wir in unseren Kämpfen leben, auszuweiten. Nur beschränkt sich dies für uns nicht auf die von Corona bestimmte Zeit. Wir kämpfen für Solidarität statt Herrschaft, während, vor und nach Corona. Der Sicherheitsdiskurs verschiebt sich gerade extrem und scheint emanzipatorische und freiheitliche Ausdrücke zu erschweren. Daher hoffen wir auf weitere Diskussionen und feministische Analysen und Aktionen zur aktuellen Situation. Das Problem heißt Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat. Versammlungen sind somit nicht gestattet. Ich wiederhole, die Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Senates von Berlin untersagt ein Zusammentreffen von mehr als zwei Personen. Versammlungen unter freiem Himmel sind nicht gestattet. Durch ihr Zusammentreffen verstoßen sie die Eindämmungsmaßnahmenverordnung und machen sich strafbar. Die Polizei fordert Sie hiermit unverzüglich auf, auseinanderzugehen. Halten Sie dabei den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter. Ende der ersten Durchsage. Say it loud! Say it clear!